Herzlich willkommen beim Motorradmagazin auf der EICMA 2022 am Stand des BMW-Spezialisten Wunderlich. Aber nicht nur Harley hat mit der Pan America neue Märkte, neue Kundengruppen erschlossen, sondern das macht jetzt auch Wunderlich, indem sie eben besagtes Motorrad mit dem vollen Ornat hier ausstatten. Wurde eigentlich schon auf der Intermod gezeigt, aber wir waren jetzt, also ich persönlich nicht auf der Intermod, deswegen können wir das hier jetzt präsentieren. Und wenn wir uns umschauen, dann haben wir natürlich vor allem Nützliches, vor allem Zubehör, das den Nutzen erweitert, gewisse Schwächen vielleicht auch verbessert, die die Harley hatte. Wir sehen hier zum Beispiel ein verdunkeltes, größeres Windschild. Das kann man ja hier mit diesem Pistolengriff verstellen, wie wir wissen, den ich zum Beispiel kritisiert habe beim Test. Dann haben wir Handguards, die ja auch ein bisschen erweitert sind, zweifarbigen Design. Das Ganze hat man so ein bisschen nicht ganz im Army-Grün. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie man diese Farbe bezeichnet, aber finde ich ansprechend, vor allem eben mit diesen typischen orangenen Harley-Akzenten. Dann natürlich bewunderlich auch eine Sitzbank, eine entsprechende, ebenfalls im Zweifarb-Design, schön abgesteppt. Und da sieht man zum Beispiel, das kennt man von Fahrradsitzen, besonders für Männer interessant, dass es nicht unten, wie nennt man das, auf den Damm drückt und diverse Durchblutungsstörungen verursacht. Dann haben wir natürlich Alu-Koffer-Set hier in schwarz gehalten. Ich habe auch eine Preisliste hier vorne, da kann ich vielleicht ein bisschen was ablesen. Es gäbe auch ein kleineres Windschild, das nennt sich Flowjet. Das kostet unter 80 Euro. Schauen wir mal, ob wir das Koffer-Set finden. Es wird hier weiter unten sein. Also eine ganze, schon beachtliche Liste an Zubehör. Das Koffer-Set ist deswegen nicht oben, weil es natürlich auch für die BMW GS-Modelle gibt. Vorne die Crossbar übrigens beim Lenker. So ein bisschen ein Enduro-Element. Kostet unter 100 Euro. Die Handguards, die gezeigten unter 180. Dann gibt es da hier diese Erweiterungen für die Seitenspiegel, die Extensions, die kosten unter 60 Euro. Der Sitz, den ich gezeigt habe, unter 400. Dazu kommt allerdings noch der Aktiv-Komfortsitz für den Beifahrer, für die Beifahrerin, 349 Euro. Ja, und auch was ganz wichtig ist übrigens immer, das ist jetzt auf meiner Seite, ist diese vergrößerte Standfläche für den Seitenständer, 49,90. Sieht man jetzt nicht richtig, weil das ist auch eine Eigenheit bei Harley. Ich kann den Seitenständer nicht ausklappen, wenn das Motorrad auf dem Hauptständer steht. Auch das habe ich kritisiert. Aber ihr seht da unten diese Fläche, weil wir stellen das Motorrad doch sehr oft auf unbefestigtem Gelände ab und da ist das Gold wert. Sonst sind wir immer auf der Suche nach Steinen. Das kennt ihr ja sicher, wenn ihr ein bisschen im Offroad unterwegs seid. Dann gibt es natürlich diverse Schutzbleche, Sturzbügel natürlich, ein bisschen ein Dekor, also Felgenbänder, weiß ich nicht, ob die jetzt dann auch dazu zählen. Also alles sehr funktional, aber auch optisch ansprechend, finde ich, keine Frage. Man hat Jahrzehnte Erfahrung mit Enduro-Modellen, vor allem eben für BMW. Aber mich freut das sehr, dass man sich hier jetzt dieser Harley annimmt, weil ich glaube, dass die Pan America gekommen ist, um zu bleiben. Wir sind gespannt auf die ersten Updates, die vielleicht im Sommer nächstes Jahr oder so folgen werden. Steht auch noch in den Sternen, Harley ist leider nicht auf der EICMA, aber viele andere Hersteller und es gibt nicht zu wenige Neuheiten, nicht nur bei Motorrädern, sondern auch bei Bekleidung und Zubehör. Wir haben versucht, das Interessanteste für euch hier auf YouTube darzustellen und natürlich auch im Heft, das jetzt dann folgt Ende November mit allen Neuheiten. Falls ihr das nicht versäumen wollt, abonniert am besten unser Heft, unseren YouTube-Kanal. Falls ihr das Heft doch versäumt, könnt ihr das nachbestellen auf www.motorrad-magazin.at und ihr könnt es auch bequem online lesen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Ciao.